Letztes Testspiel für die Salzburger Austria in dieser Vorbereitung, der Gegner mit Betis Sevilla, ein ganz großes Kaliber. Einer in dieser Szene, ein Welt- und ein Europameister im Bild. Der Welt- und Europameister, die hat die Salzburger Austria aktuell nicht im Kader, maximal auf der Playstation, aber trotzdem, man schickt sich an, hier mit viel Einsatz dagegen zu halten. Die Grün-Weißen aus Spanien, die legen natürlich gut los, aber die Austria, die glänzt mit viel Einsatz und mit gutem Kollektiv. Natürlich, Betis, die sind der klare Favorit, die sind in allen Belangen überlegen. Aber wer weiß, vielleicht geht ja was hier. Zum Beispiel der schnelle Ball auf Schweighofer. Ist dann allerdings niemand mitgekommen, er muss den Angriff abbrechen. Bei den Spaniern fehlt Topstar Isco und auch der frisch gebackene Europameister Perez ist nicht dabei. Aber wie gesagt, an Star Power mangelt es dieser Mannschaft absolut nicht. Ja, was kann man sich von diesem Spiel erwarten? Man kann sich erwarten, dass die Austria über 90 Minuten Einsatz zeigt, dass sie das Spiel gewinnt, wohl eher nicht. Marinko Sorda setzt sich hier gut durch. Ball in Richtung Schweighofer. Der wird von den Beinen geholt. Allerdings vorher schon abgepfiffen. Abseits. Ja, jetzt am Ball Nabil Fekir, Kapitän. Und übrigens Weltmeister mit Frankreich. Noch gar nicht so lange her. Schöne Parade von Kallmann. Klärt hier in Richtung Ecke. Erste große Möglichkeit in diesem Spiel. Wieder der Weltmeister, raus auf die Seite und geklärt vom Neuzugang Gruber. Gibt einen Eckball, Ball kommt da gefährlich herein, der Kopfball landet glücklicherweise neben dem Tor. Und der Mann, der hier nochmal am Ball ist, Nabil Fekir, 2018 Weltmeister mit Frankreich, 21 die Nations League gewonnen, ja, spanischer Cupsieger war er auch mal mit Betis. Und Betis hat hier richtig Glück, dass dieser Ball von Zia auf Schweighofer ran doch ein bisschen zu weit ist. Das wird durchaus gefährlich geworden. Gefährlich wird es auf der anderen Seite. Ja, und jetzt ist er drinnen. 12. Minute. Fernandes macht's 1:0 für die Gäste aus Spanien. Und geht munter weiter in Max Klan. Die Austria hält gut dagegen. Der Gegner natürlich überlegen. Allerdings, die Austria, die hat jetzt den Respekt verloren. Da geht es immer wieder schön und schnell nach vorne. Die trauen sich auch was. Es öffnet natürlich auf der anderen Seite Lücken. Und so ist es wieder mal Fernandes. 14. Minute, Doppelschlag, 0:2. Ja, ein bisschen Frust bei den Violetten. Aber das Spiel, das geht ja noch. Schön herausgekommen von Kallmann. Und da gibt es einiges zu sehen am Feld. So viel Star-Auftrieb hat man im Max Klan wirklich nicht alle Tage. Doppeltorschütze hier. Da gibt es einen Freistoß. Unglücklich und wirklich gute Distanz. Die Mauer der Austria, die muss da tief im eigenen Strafraum aufgebaut werden. Fekir schießt in die Mauer. Ja, Ball ist noch heiß. Kommt da nochmal rein. Boah, Riesenglück. Kopfball neben's Tor. Freistoß für die Austria. Nach Foul an Stürmer Joey Zottl. Volkert bringt den Ball herein. Abgeblockt. Und schon läuft der Gegenschlag. Aber Volkert kriegt den Ball zurück. Holt gleich wieder einen Freistoß heraus. Und der Schiedsrichter, der macht es deutlich. Normalerweise würde ich hier gelb zeigen. Die Austria hier weiter im Vorwärtsgang. Einige schöne Szenen hier. Bisschen zu weit für Schweighofer. Gibt Einwurf für Betis natürlich. Aber das ist schon ganz ordentlich, was die Austria hier zeigt. Die geben den Spaniern wenig Platz, attackieren früh. Haben jetzt den Respekt ziemlich verloren. Na, der, den man da jetzt am Ball gesehen hat, das war Cavall. 2018 Europameister mit Portugal.
Jan Volkert, der tunnelt ihn einfach. Ball sofort nach vorne. Semi Govcar, Neuzugang. Macht den Ball auch in die Maschen, aber einen Schritt zu weit vorne, abseits Enge. Aber korrekte Entscheidung und es geht weiter so. Balleroberung. Und sofort in die Mitte. Probleme bei der Abwehr. Austria bleibt im Ballbesitz, kann dann aber leider nichts draus machen. Selbstverständlich, das ist nur ein Trainingskick, aber die Austria spielt hier wirklich gut mit. Denn eines ist klar, Fußball spielen können die immer, auch wenn man sie um 3 in der Früh aufweckt und sagt, jetzt geht's los. Sieht man auch in dieser Szene immer brandgefährlich, die Grün-Weißen. Der Eckball bringt dann nichts ein. Und ich habe es vorher schon angesprochen mit dem Respekt, der verloren gegangen ist. Marinko Sorda zeigt das hier vor. Dagegenhalten, wie man es in der Meisterschaft gewohnt ist. Versuch in Richtung Zottel, gerade noch ein Bein dazwischen. Volkert aus der Distanz. Wirklich nicht schlecht geschossen. Austria noch immer im Ballbesitz. Schweighofer. Probleme bei der Abwehr. Sandmeier im Ballbesitz. Schön gemacht. Und Flanke. Renizia, Kopfball ungeheuer. Kommt hier ganz knapp nicht an den Ball. Und weiter geht's in dieser Tonart. Schön dagegen. Zier. Sandmeier, Balleroberung. Und auch ein Weltmeister kann den Ball mal verlieren. Volkert, der spielt eine wirklich gute Partie. Gerade ein bisschen zu weit für Schweighofer. Ja, Kopf nicht hängen lassen. Ordentliche Leistung bis jetzt. Weiter geht's hier auf der Seite. Volkert hat Platz. Hat er in der Mitte eine Anspielstation. Ja, die hat er. Joey Zottel 1:2. Kurz vor der Pause. Anschlusstreffer für die Violetten. Und man muss ganz ehrlich sagen, nicht nur durch die violette Brille. Nicht unverdient. Schöner Treffer. Wirklich gut gemacht von Zottel. Auch wunderbar die Vorarbeit von Volkert. Ja, mit 1:2 geht's in die Kabine. Kopf nicht hängen lassen, da geht vielleicht sogar noch was. Schauen wir mal. Aber die Spanier, die legen gut los, starten hervorragend in die zweite Halbzeit. Tainer hier klärt in Richtung Ecke. Und Riesenglück für Kallmann im Austria-Kasten. Und schon wieder die Spanier. Der Doppeltorschütze, hier kommt er nicht an den Ball. Schweighofer, Zottel, Schuss aus der Distanz. Knapp das Ziel verfehlt. Volkert auf Sorda, Reingabe, Getümmel im Strafraum. Ja, und dann gibt es Freistoß für Spanien. Ach herrje, was ist denn das? Ja, das ist das 3:1 für Betis. 63. Minute, Garcia war's. Schlechter war's, zu lang gewartet. Und naja, was soll man sagen? Gute Gastgeber, tun niemandem weh. Dieses Tor, also eindeutig ein Geschenk. Aber nicht verzagen, einfach weiterspielen. Platz für Volkert und den nutzt er. Ja, besser gelöst diesmal. Bisschen Platz für Renizia. Keine Anspielstation vorne. Ach, der Ball, der landet bei Betis. Brandgefährlich, die haben da jetzt gute Möglichkeiten. Schuss aus der Distanz, knapp drüber. Die Austria beginnt dann durchzuwechseln. Herzliches Willkommen von Hector Bellerin für Nico Schiedermeier. Ja, und herzlich willkommen. Heißt für den Ball im Tor 1:4. Garcia, Doppelschlag.
zweiter Doppeltorschütze für Betis. Trotzdem immer noch, auch vom Ergebnis her, absolut akzeptabel. Und die Austria verkauft sich hier teuer. Schleicht sich allerdings schon ein bisschen die Belastung ein. Nächste Möglichkeit. Hereingabe. Abgeblockt. Es bleibt beim 1:4 und die Austria wechselt dann. Edin Omerovic kommt für Kallmann. Auch Gavofonia kommt ins Spiel und Kankoskun. Im Spielverlauf ändert sich nichts. Betis drückt, die Austria, die verteidigt. 82. Minute kommt dann Akbara ins Spiel. Und auch Timo Kulterer. Das sehen wir den Neuzugang gleich in Aktion. Wirklich gute Anlagen von Burghausen ist er zur Austria gestoßen. Bellerin. Sein Schuss abgeblockt. Ball in Richtung Marinko Sorda. Der erkämpft sich den Ball. Kulterer. Ja, deutlich drüber. Aber guter Einsatz. Nächste Betis-Möglichkeit. Bisschen fahrlässig. Dann gibt es noch einen Freistoß. Ja, Omerovic ahnt noch, wo der Ball hingeht. Aber Perot stellt in der 78. Minute auf 1:5. Recht viel tut sich in diesem Spiel dann nicht mehr. Schöne Parade hier noch von Edin Omerovic. Und das war's allerdings. Die Austria, die unterliegt Betis Sevilla mit einer wirklich ansprechenden Leistung mit 1:5. Ja, die Mannschaft, wir wollten mutig sein, wir wollten auch Fußball spielen, also Ballbesitz ein bisschen haben. Und man hat heute schon im Spiel gesehen, was wir in der Vorbereitung gemacht haben, im Missball und gegen den Ball. Und ich bin sehr zufrieden in der Mannschaft. Wir haben jetzt schon öfter so eine Spiele gehabt, viele Spieler, die was die Spiele gehabt haben, dann nicht in Erfurt erstarren. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich an seinen Matchplan hält, das zeigt, das, was man im Training macht. Und es gibt auch Sicherheit in solchen Spielen und das haben die Jungs sehr gut gemacht. Die ganze Mannschaft hat es gut gemacht. Natürlich, der Haban hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht, aber das kann er auch noch machen, wenn alle anderen funktionieren. Und aber wirklich ein großes Pauschallob an die Mannschaft. Auch die Spieler, die reingekommen sind, haben ja eine Aufgabe gehabt. Und es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung für das Spiel nächste Woche, die erreichen auch. Das ist entscheidend für uns und nächste Woche wird es ein sehr hartes Spiel bei der Mannschaft. Sure.